Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Maschenspaß. Ihr hört es schon, meine Stimme ist noch etwas brüchig und sie ist noch nicht ganz vollständig da. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Ich hatte ja jetzt einige Zeit ein bisschen Schwierigkeiten. Die Leute in der Gruppe wissen auch Bescheid durch Erkältung und. Und es ist noch nicht ganz ausgeheilt. Ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten, woran ich die letzten Wochen gearbeitet habe. Ich habe natürlich nicht faul rumgesessen, sondern habe auch wirklich viel gemacht. Und zwar als erstes, da ja das letzte Jahr von meinem Sohn in der Kita ist, habe ich gedacht, ich mache mal was Schönes und habe angefangen, Stulpen zu stricken. Dabei hatte ich am Anfang wirklich einige Schwierigkeiten, und zwar hier ist eine angefangene Stulpe mit diesem Garn. Das ist, ich habe jetzt hier gar keine Banderole mit dabei. Wie man sieht, ist es einfach zu groß geworden, und die Farben fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Die Erzieherin hatte sich lila-orange bestellt gehabt von den Farben her, aber es ist einfach zu groß, es ist zu lapprig, es ist irgendwie Mist. So, dann habe ich gedacht gehabt, okay, gut, gehe ich zur Sockenwolle über, habe mir hier diese sechsfädige Sockenwolle von Regia geholt, hatte auch schon eine Stulpe fertig, was heißt Stulpe, es sind Fäustlinge, die ich dann gestrickt habe, und habe gedacht gehabt, nee, das kratzt, das ist irgendwie doof, das ist nicht meins. Wenn ich mir jetzt vorstelle als Erzieherin, wenn ich draußen bin, ich trage das schon mal so 2-3 Stunden lang und mich kratzt es dauernd an der Hand, nee, das funktioniert einfach nicht. Also habe ich das wieder aufgetrottelt, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Dann habe ich mir gedacht gehabt, okay gut, probierst du mal anderes No-Name-Garn, dünneres No-Name-Garn. Dabei ist das hier rausgekommen, und hier fehlt noch der Daumen. Ich finde es so gar nicht schlecht, es fässt sich gut an, es trägt sich auch gut, aber auch leider zu groß wieder. Also habe ich gedacht, verflixte Kiste, das kann doch nicht sein, es muss doch eine Möglichkeit geben, ordentliche Handstulpen, also Fäustlinge zu machen. Bin auf, das ist jetzt, die Farben kommen leider nicht so schön raus, das Licht ist nicht so gut. Bin dann auf vierfädige Sockenwolle umgestiegen und musste sagen, wartet mal, ich guck mal, ich habe hier, das ist dieselbe Sockenwolle, ich habe hier aber die Banderole dabei. Das ist Langjans, jawohl, und zwar die Superwash. Und ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so abgeneigt davon. Das ist wirklich eine tolle. Hier habe ich jetzt nur einen Fäustling dabei, der schon fertig ist. Aber er fässt sich wirklich, er lässt sich wirklich gut tragen, lässt sich sehr schön verstricken, die Wolle. Also ich bin ehrlich gesagt begeistert auch, dass es so schön weich ist. Und ich hoffe, dass es auch ordentlich belastbar ist, das Material. Das ist praktisch für die Erzieher, die müssen ja dann doch öfters mal zugreifen, ganz gut passt. So, und wie ihr seht, es ist schon ein bisschen. Ich helfe dir dann gleich. Ich möchte einmal noch fertig machen. Das tatsächlich eine. Ein Schuh, ja. Probier's mal alleine, vielleicht kriegst du es alleine hin, Schnecke. So. Ich habe jetzt hier erstmal einen fertig, der sehr schön geworden ist. Dann hat, also die Erzieher konnten sich die Farben aussuchen. Dann habe ich hier schon ein paar. Da müssen bloß noch die Fäden vernäht werden. Finde ich auch wunderbar, richtig schön. Eins in Blau-Rot habe ich auch schon fertig. Habe ich jetzt leider hier nicht liegen. Und dann habe ich ein Problem gehabt. Die vierte Erzieherin hat sich tatsächlich die Farben lila-orange bestellt. Jetzt gibt es von dieser Firma leider kein Lila, was mich angesprochen hätte, und auch das Orange fand ich jetzt, wollte ich nicht bei dem zweiten Paar verwenden.
Elli, ah. Elli, bist du ein bisschen leiser? Gehst du ins Kinderzimmer bitte? Nein. So dass ich halt bei meiner lieben Daniela nachgefragt habe, bei der Daniela Trinks, die diese handgefärbte Wolle macht. Und leider wird die Einstellung von der Kamera der Wolle nicht gerecht. Die ist richtig super toll, auch richtig schön glänzend und schön satt. Und da habe ich dann angefangen, jetzt hier... Meine Kleine spielt leider gerade mit der Barbie-Puppe. Ich hoffe, es stört nicht ganz so extrem. So, und habe dann halt hier angefangen, nochmal diesen Handschuh zu machen, diesen Fäustling. Und ihr könnt schon sehen, ne, den Unterschied von den Farben und auch von der Breite. Ne? Also da ist ein ganzes Stück einfach schmaler und dementsprechend auch passender. Ne? So, das dazu. Dann möchte ich euch, da ja jetzt auch Weihnachten ist, wie man hier schön an der Deko sehen kann, möchte ich euch neue Muster zeigen. Jeden Tag habe ich, also ich habe mir vorgenommen, jeden Tag euch praktisch ein Video zu machen, wo ein Muster gezeigt wird. Zum Beispiel dieses hier habe ich mit dabei. Und ich habe mir hier so einen schlauen Hefter gemacht, auch schon angefangen gehabt vorzuarbeiten. Ich bin leider nicht sehr weit gekommen, weil ich halt auch die zwei kranken Kinder zusätzlich noch mit dabei hatte. Aber ich habe mir hier praktisch schon so ein paar Muster rausgeschrieben, rausgesammelt und so weiter und so fort. Die will ich euch alle verfilmen und euch dann praktisch die Anleitung per Video geben. So, dann habe ich aus dem einen Muster hier schon ein Westhofer praktisch, so eine Weste gemacht. Ist für meine Kleine ein bisschen zu groß geworden, also ist es ungefähr die Größe 104, aber... Wartet mal, ich versuche es mal ein bisschen anders einzustellen, dass man den ganz sehen kann. So. Ne? Ist aber ganz toll. Und ich gucke mal, dass ich die schriftliche Anleitung noch irgendwie in den nächsten Wochen fertig kriege. Eventuell wird es erst nächstes Jahr was. Dann habe ich angefangen an einer neuen Anleitung natürlich auch zu arbeiten. Das ist jetzt erstmal hier der Probepullover, ob dann das auch mit den Größen stimmt und so weiter und so fort. In zweifarbigen Muster mit doppelten Bündchen und so. Ich muss mal sehen, was draus wird. Wie gesagt, ich habe jetzt viel zu tun. Ich versuche alles noch hinzukriegen für dieses Jahr für euch. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Und ich habe, jetzt muss ich gerade alles sortieren hier. Oh, das war gerade nass. Hat sie wahrscheinlich irgendwo ein bisschen was eingesaut hier, die Kleine. So. Ich muss mal kurz hier sortieren. So. Das ist ja diese Hochzeitsstola, die ich mache. Und ich habe mich entschlossen, weil sich das dann so extrem umwälzt. Ich hatte ja erst diese Blümchen hier gehäkelt, die ich hier dran setzen wollte. Da sich das aber trotzdem irgendwie noch so gewählt hat, habe ich mich jetzt entschlossen, hier noch einen Rand dran zu machen. Einen Zopfrand, einen einfachen. Und da werde ich euch auch noch zeigen, wie das geht. Ne? Aber momentan weiß ich noch nicht ganz genau, wann ich das schaffe. Es wird wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr was. So, das war jetzt ein kurzer Podcast von dem, was ich alles noch so habe, was ich machen möchte und so weiter und so fort. Und ich hoffe mal, euch hat das gefallen und ihr habt vielleicht auch die ein oder andere Idee dazu bekommen. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann demnächst wieder und ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss!